Am Ende waren es nur rund 20 Tage Pause für die Akteure des FC 08 Villingen, denn am vergangenen Montagabend bat Cheftrainer Marcel Yahyaian zum Trainingsauftakt. Nur wenige Spieler fehlten, Kapitän Dragan Onwuka, Mauro Chiorazzi, Niko Tadic, alle im Urlaub und Daniel Werle aktuell krank. Dagegen mit dabei alle 11 Neuzugänge, plus neu im Trainerstab Christian Leda und Emanuele Ingrao. Wie hoch ist die Vorfreude nach der kurzen Pause? Ja, tatsächlich eine sehr kurze Pause gewesen, aber ich muss sagen, eine ganz, ganz große Vorfreude. Wir haben viele neue Gesichter mit dabei, viele Neuzugänge und deswegen freuen wir uns schon extrem auf den Vorbereitungsstart. Der FC 08 ist nach Rang 4 in der abgelaufenen Saison also schon heiß auf die neue Runde. Der Liga erhalten bleiben die Stuttgarter Kickers, außerdem mit dabei Absteiger Groß Aspach. Bevor die Saison beginnt, kommt es noch am 23. Juli im Rahmen des Testspiels gegen den FC Singen zu einem Kadervorstellungsevent. Worauf liegt nun der Fokus in der Vorbereitung? Grundsätzlich glaube ich, dass wir jetzt durch die kurze Pause nicht viel verloren haben. Das heißt, wir starten schon auf einem guten Niveau. Ja, die Jungs sind jetzt nicht irgendwie, wir müssen sie nicht jetzt über 2-3 Wochen übers Lauftraining fit machen, sondern wir haben eine gute Basis und wollen in jeder Spielphase nochmal eine Trainingseinheit oder eine Trainingswoche organisieren. Und ja, dass wir dann auf dem Saisonstart auf dem Punkt fit sind. Testspiele bestreiten die 08er gegen den SV Zimmern, den FC Hochemmingen, den Freiburger FC, Oberliga-Aufsteiger FC Holzhausen gegen Drossingen und gegen den FC Singen. Am Freitagabend, 5. August, bestreiten wir außerdem um 19 Uhr das Oberliga-Auftaktspiel gegen den Freiburger FC. Alle Infos online bei Instagram und auf unserer Website.